Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video mit den WPF Panels beschäftigen. Und Panels sind im ganz Allgemeinen eben Elemente, die genutzt werden, um das Layout für andere Elemente zu bestimmen. Und wir haben in der ganzen Zeit hier jetzt schon eben ein Panel benutzt, das ist das sogenannte Stack Panel. Und das Stack Panel funktioniert eben wie der Stack, wie wir ihn auch als Datenstruktur kennen. Wenn eben neue Elemente hinzukommen, dann werden die hinten angefügt. Also wir haben hier eben den Button, der ist ganz oben. Das nächste Element ist der Textblock, der ist eben hier. Wir haben hier die anderen Elemente und die werden einfach der Reihe nach angeordnet. Das macht das Stack Panel. Ich werde jetzt diese Elemente hier drin einfach mal wegnehmen und sie durch sogenannte Rectangles ersetzen. Das sind einfach Rechtecke. Machen wir mal 150 auf 75 und dann geben wir dem einfach eine Farbe. Mit, was nehmen wir denn? Das schaut auch ganz nett aus. So. Und dann erstellen wir uns eben mehrere dieser Rectangles. Das werde ich, glaube ich, nochmal ändern. Wenn wir hier ein bisschen Abstand haben, gebe ich jedem Element noch ein Margin von 5. Und dann kann ich die hier jetzt eben mal einfügen. Okay. Wir sehen also, ein Stack Panel wird letztendlich eben die Elemente einfach nacheinander anordnen und wir haben auch noch unseren Scroll Viewer drin. Das heißt, dieses Element existiert jetzt nicht mehr. Aber wenn wir jetzt starten, dann sehen wir einfach hier, dass diese Rectangles nacheinander mit dem Stack Panel angeordnet sind. Ich kann beim Stack Panel auch die Orientierung ändern, indem ich die Orientation-Eigenschaft setze. Standardmäßig ist die eben auf Vertical, dann sehen wir eben das, was wir gerade vor Augen haben. Wir können hier aber auch Horizontal auswählen, dann werden die Elemente eben jetzt hier so angezeigt und ich sehe, ich muss bei meinem Scroll Viewer noch die Horizontal Scrollbar Visibility auf Auto setzen. Und dann sehen wir jetzt hier eben, dass dieses Stack-Panel hier tatsächlich diese Sachen in dieser Reihenfolge hier anzeigt einfach. So. Ja, Stack-Panel ist sehr einfach, ist aber auch eines der am häufigsten verwendeten Panels. Das nächste Panel, das ich vorstellen will, ist das zweitwichtigste, oder auch eines der wichtigsten, das sogenannte Grid. Ein Grid kann man sich als Raster vorstellen und wir sehen jetzt, dass diese Rectangles einfach gerade übereinander gerendert werden. Warum? Weil ich im Prinzip bloß eine Zelle in diesem Raster habe, in diesem Grid. Ich kann aber über die sogenannten Column Definitions eben verschiedene Column oder Spalten erstellen, beispielsweise so. Ich habe jetzt eben drei Spalten und genauso kann ich, ich zeige erstmal, was es mit den Spalten jetzt auf sich hat. Ich kann jetzt eben sagen, dass ich bestimmte Elemente in eine bestimmte Spalte setze. Also implizit ist sozusagen alles, wo grid.column nicht gesetzt ist, in Spalte 0. Also es ist auch 0 basiert bei den Spalten. Hier habe ich das mal explizit gemacht. Die Rectangles hier unten sind auch alle in Spalte 0 und werden einfach sozusagen übereinander gerendert. Also er hier liegt über dem, liegt über dem, liegt über dem, liegt über dem, liegt über dem hier oben. Aber ich habe hier jetzt eben dieses zweite Rectangle in Spalte 2 gelegt. Wir können ja auch mal die Farbe etwas anpassen. So. Damit wir das mal hier unterschiedlich haben und ich könnte dann eben sagen, dass ich hier die Spalte jetzt auf 2 setze, dann wird eben dieses Rectangle hier mit untergebracht.
Das geht natürlich nicht nur mit Spalten, wir haben auch sogenannte Row Definitions. Hier muss ich dann eben festlegen, wie viele Reihen ich haben möchte. Und dann kann ich hier eben sagen, dass ich jetzt dieses Element in Reihe 1 haben möchte und dieses Element ebenfalls in Reihe 1 und in Spalte 1. Das heißt, es wird dann hier unten hingesetzt und dieses Element beispielsweise hier in, natürlich, ich schreibe mich jetzt aber auch die ganze Zeit, in Reihe 1 und Spalte 2. Ja? Und das letzte Element würde immer noch das hier oben verdecken, in Spalte 0. Man kann bei diesen Row- und Height-Definitions, also standardmäßig verteilen sie sich jetzt einfach gleich. Ich kann aber auch über eine Sternchenangabe hiermit festlegen, dass diese beispielsweise 2 Sterne haben soll. Diese zweite Reihe. Achso, ich hätte ja sogar noch eine dritte Reihe. Das heißt, wir könnten ja sogar sagen, Grid Row wäre eben 2, Grid Column beispielsweise die 1. So, und ich kann hier jetzt eben sagen, dass das Verhältnis dieser Elemente in einer bestimmten Form aufgeteilt werden soll. Ich verstehe jetzt bloß gerade nicht, warum er es denn eigentlich nicht so macht, wie ich mir das vorstelle. Schade. Okay. Prinzipiell, wenn ich denn diese Elemente mal kurz auskommentiere, ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Größe vom Grid vorgeben. Ich glaube, jetzt weiß ich auch warum. Weil ich hier immer noch Vertical Alignment Center und das hier drin habe. Genau. Jetzt sieht man es besser. Wir können hier auch mal 2 angeben. Das heißt, wir haben jetzt hier eben ein Verhältnis 1 zu 2 zu 1 ungefähr, in dem jetzt diese Elemente eben angeordnet sind. Das kann ich über diesen Sternchen-Syntax machen, dann wird einfach ein Verhältnis gebildet. Ich kann das aber auch tatsächlich einfach so machen, dann habe ich eben die Anzahl Pixel. Genau, und hier sehen wir dann eben, das war doch nicht genau 1 zu 2 zu 1. Das hängt intern ein bisschen mit dem Layout zusammen, wie das Ganze aufgeteilt wird. So kann ich das angeben. Ich kann aber auch einfach sagen, ich hätte hier gerne eben 100 und die restlichen sollen genauso groß sein wie der größte Inhalt, der in ihnen ist. Auch das kann man machen. Standardmäßig, wenn ich diese Einstellung hier eben wegnehme, so, dann wird eben der zur Verfügung stehende Platz einfach aufgeteilt. Und das gleiche geht natürlich mit den Column Definitions genauso, bloß dass es hier eben eine Eigenschaft Width gibt. Wenn ich ein Element über mehrere Spalten oder Zeilen hinweg machen möchte, dann kann ich dazu auch eben hier sagen grid.columnSpan in diesem Fall, dass diese eben 2 sein soll, dann wird dieses Element eben hier jetzt so angeordnet, dass es hier über diese beiden Spalten sich erstreckt. Das Ganze geht natürlich auch mit RowSpan, das heißt, wenn ich hier spaßeshalber dieses Element nehme und hier noch GridRowSpan draufsetze, dann erstreckt sich das eben hier jetzt über diese beiden Zeilen. Okay, das ist das Grid, auch ein relativ wichtiges Element. Also im Prinzip werden die meisten Ansichten, die man baut, da kommen wir auch schon später auch dazu, wirklich mit Grid und Stack Panel aufgebaut. Die anderen Panels, die ich Ihnen jetzt noch vorstelle, werden eher selten genutzt. Aber wir schauen sie uns trotzdem mal an. Ein relativ interessantes ist eben noch das sogenannte Wrap-Panel. Hier können wir jetzt eben diese ganzen Grid-Angaben, diese ganzen Grid-Angaben wieder rausnehmen.
Und dazu müssen wir auch den Scroll-Viewer jetzt am besten rausnehmen, weil der gibt dem Wrap-Panel natürlich unendlich viel Platz. Wenn wir den Scroll-Viewer aber entfernen, dann sehen wir, dass das Wrap-Panel automatisch umbricht. Und ähnlich wie bei, also im Prinzip funktioniert es wie Stack-Panel, bloß wenn hier eben der Platz ausgeht, wird dafür in eine neue Zeile begonnen. Wir können das auch ändern, wie das passiert. Zurzeit passiert es eben zeilenweise. Wir können hier die Orientation aber tatsächlich auf Vertical stellen. Und dann sehen wir eben, dass die Sachen so gerendert werden. Also er versucht dann nach unten aufzubauen. Wenn er hier merkt, ihm geht der Platz aus, dann macht er hier oben weiter. Das ist das Wrap-Panel. Das wird auch teilweise noch genutzt. Wir haben das sogenannte Uniform Grid. Das verteilt einfach die Elemente in Zellen, die alle gleich groß sind. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, das hier soll bloß noch 80 breit sein, dann ändert sich dadurch eigentlich nichts an der Größe der jeweiligen Zelle, wo das Element drin liegt. Oder wenn ich hier ein bisschen größer mache, dann ändert sich dadurch eben die Größe der anderen Elemente. Weiter. Ja? Aber das Uniform Grid sagt eigentlich bloß aus, dass alle Zellen, die wir hier haben, aufgebaut werden wie beim Wrap-Panel, aber alle Zellen sind gleich groß. Wenn ich hier wieder das Wrap-Panel einsetze, dann sehen wir eben, dass das hier nicht der Fall ist. Okay, dann haben wir noch das sogenannte Dock-Panel. Und beim Dock-Panel gibt es ebenfalls wie beim Grid die Möglichkeit, dass man eben sagt, wo das Ganze angedockt werden soll. Ich kann hier eben sagen DockPanel.dock und sage, das soll bitte an den oberen Rand. Also es ist ähnlich wie dieses System, wie es in Visual Studio hier implementiert ist, eben funktioniert. Man kann ja hier bestimmte Fenster einfach nehmen und dann hier frei fließend eben lassen oder man dockt sie eben an bestimmten Punkten an. Und so ähnlich funktioniert das auf programmatischer Weise eben mit dem Dock-Panel. Ich könnte dann beispielsweise sagen, dass dieses Rectangle eben an den unteren Rand soll und alles andere, wo ich eben diese Dock-Eigenschaft nicht spezifiziere, das wird dann eben mit dem restlichen freien Raum, der noch zur Verfügung ist, hier gefüllt. Ah, ich könnte dann auch noch sagen, dieses Element bitte an den rechten Rand. Und dann sieht man eben alles andere, was noch drin ist. Das ist eben dieses hier und dieses und dieses und dieses. Das wird eben auf den restlichen freien Raum verteilt. Und wir sehen hier eben auch, dass der Raum nicht ganz ausreicht. Ja? Dieses Element wird teilweise von ihm hier verdeckt. Benutzt man aber auch eher selten. Also wie gesagt, die wichtigsten Panels sind Grid und Stack Panel. Dann kommen wir noch zu einem Panel, das ist, sollte man möglichst komplett vermeiden. Warum? Weil es kein automatisches Layout besitzt. Das ist der sogenannte Canvas. Und wir sehen hier, dass einfach alle Rectangles, ähnlich wie beim Grid am Anfang, links oben in die Ecke gerendert werden. Wir haben aber beim Grid nicht die Möglichkeit, dass wir beispielsweise Spalten und Reihen erzeugen. Sondern was wir hier machen müssen, ist tatsächlich mit Canvas.left festlegen, wo das Ding tatsächlich liegt. Also ich könnte hier zum Beispiel 250 angeben. Ich könnte auch sagen, dass ich hier sage Canvas Right 5 und Canvas.bottom 10. Dann würde es eben rechts unten landen. Standardmäßig setzt man das aber mit Canvas.top und Canvas.left. Also beispielsweise so. Warum ist das nicht gut? In diesem Fall beim Canvas muss sich eben der Programmierer
vollkommen selbstständig um das tatsächliche Layout der Elemente, die dargestellt werden sollen, kümmern. Und das ist nicht gut. Verwenden Sie die anderen Panels, die ich eben vorher vorgestellt habe, vorrangig eben Grid und Stack Panel, um Ihre Elemente zu layouten. Warum? Dort passiert das Layout automatisch. Sie fügen einfach zu den entsprechenden Panels die Elemente hinzu und das war's. Das Panel sollte sich automatisch darum kümmern, wo die entsprechenden Elemente landen. Beim Grid muss man zwar noch sagen, in welcher Spalte und in welcher Zeile das Element sein soll, das wir gerade hier anzeigen, aber das ist vollkommen okay. Das hier ist nicht okay, dass wir uns sozusagen selber berechnen müssen, an welchen Koordinaten soll denn ein Element liegen. Deswegen würde ich Ihnen raten, nutzen Sie das nicht. Achten Sie darauf, dass Sie automatische Layout-Automatismen nutzen, die in WPF vorhanden sind. Würde ich Ihnen sehr an die Hand legen. Es gibt noch ein Panel, was ich nicht besprochen habe. Und das werden wir uns jetzt anschauen, nachdem ich hier diese Sachen wieder gelöscht habe. Das ist das sogenannte Virtualizing Stack Panel. Ich weiß gar nicht, ob man das hier einfach so erstellen kann. Ja. Auch das ist ein Stack Panel. Der Punkt ist bei diesem Virtualizing, dass alle Elemente, die gerade nicht sichtbar sind, und das sieht man hier auch ein bisschen im Designer, diese werden nicht gerendert. Das sorgt beispielsweise, wir werden im nächsten Video Listboxen kennenlernen und wenn Sie mit Programmen gearbeitet haben, dann kann man das ja auch ein bisschen als eine Listbox verstehen, beispielsweise an der rechten Seite. Das heißt, alle Elemente, die ich gerade in dieser Liste nicht sehe, wo quasi sozusagen der Scroll-Viewer nicht den Ausschnitt gerade anzeigt, diese Elemente werden nicht gerendert. Und das kann ein Performance-Vorteil sein, wenn eine Listbox geladen wird, die beispielsweise mehrere hunderte oder mehrere tausende Elemente anzeigen soll. Das sehen wir auch hier, wenn ich hier tatsächlich diesen Stack-Panel einsetze, dann sehen wir, dass eben diese Sachen hier, ja okay, man sieht es leider nicht, schade. Ich hätte eigentlich gedacht, man könnte noch mit drum rumkommen. Aber beim Virtualizing Stack-Panel ist es eben wirklich so, dass die Elemente, die gerade nicht sichtbar sind, nicht gerendert werden. Und das kann bei sehr vielen angezeigten Elementen eben einen deutlichen Performance-Vorteil bieten. So viel dazu. Und eben der Fachbegriff für dieses ich render nicht das, was nicht angezeigt wird, nennt man eben Virtualisierung. Ja, damit bin ich fast schon am Ende der Panels, die wir uns hier jetzt angeschaut haben. Das Wichtige ist eben, dass jedes Panel, egal was wir hier einsetzen, hat eben implizit eine Eigenschaft Children. Und in dieser Eigenschaft kann man dann eben tatsächlich festlegen, was hier für Elemente vom jeweiligen Panel gerendert werden soll und angeordnet werden sollen. Der Punkt ist ganz einfach, auch hier wieder, hier ist dieses Content Attribute gesetzt auf der entsprechenden Basisklasse, die eben auch Panel heißt. Das heißt, wir müssen diese Angabe nicht machen. Alles, was wir eben direkt als Subknoten in XAML hier zu diesem Stack-Panel hinzufügen, ist automatisch in dieser Children-Eigenschaft, die einfach bloß eine Collection von UI-Elements ist. Und damit bin ich jetzt wirklich am Ende des Videos. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wo wir uns mit der letzten Kategorie, den sogenannten Items Controls, beschäftigen. Vielen Dank und bis bald.